Ich schaute in ein tiefes schwarzes Loch, einem Abgrund gleich. Sich hineinzustürzen bedeutete Leben, mein Leben. Furcht war mein Partner, denn ich wusste nicht, was der Boden für mich bereithielt. Dennoch musste ich mich auf die Dunkelheit einlassen. Nur so würde ich stärker werden, um meinem Weg weiter folgen zu können. Nur so würde ich am Leben bleiben. Diese Worte las ich einst in einem Horrorroman, aber egal. In diesem Moment machten sie mir Mut. Mein Name ist Rebecca Chambers. Und ich weiß nicht, wie ich aus diesem Albtraum, den ich gerade erlebe, erwachen soll. Alles begann im Sommer 1998. Ich war gerade 18 Jahre alt geworden, hatte die Universität beendet und dank meiner Auszeichnungen in Chemie und Medizin warb mich die Polizeisondertruppe STARS als Sanitätsoffizier an. Besser hätte es nicht laufen können. Bei Dienstantritt in Raccoon City wurde ich dem STARS Bravo-Team unter Team-Captain Enrico Marini zugeteilt. Er sollte meine weitere Ausbildung leiten. Doch dazu kam es nicht mehr. Eine grausame Mordserie erschütterte die Bewohner von Raccoon City. Und wir STARS sollten das RPD, Raccoon Police Department, unterstützen. Unser Team erhielt den Auftrag, einer Spur im Raccoon Forest nachzugehen. Also machten wir uns auf den Weg. Und was eigentlich ein Routineeinsatz werden sollte, entwickelte sich zu etwas, worauf kein Training vorbereiten kann. Unser Hubschrauber zog gerade seine Kreise über dem nächtlichen Wald, als etwas explodierte. Was ist los? Der Antrieb hat sich verabschiedet. Ich muss irgendwo notlanden. Haltet euch fest! Beim Aussteigen aus dem Wrack fühlte ich mich wackelig auf den Beinen, aber nach wenigen Sekunden ging es wieder. Enrico befahl uns, auszuschwärmen und die Umgebung zu sichern. Dies war mein erster richtiger Einsatz und nun schritt ich allein durch den dunklen Wald. Zum Glück war das Gewitter schon eine Weile vorbei. Nebel hing zwischen den Bäumen und Sträuchern. Der Wind schlug Äste gegeneinander und fauchte. Vereinzelte Grillen spielten ihr Lied. Diese unheimlichen Geräusche zeigten Wirkung. Eine Gänsehaut auf meinen Armen und Frösteln in den Gliedern. Meine Beretta und Taschenlampe hielt ich immer in die gleiche Richtung, so wie gelernt. Doch ich fand nur bizarre Bilder, die sich meine Fantasie schuf. Äste knackten unter meinen Schritten und damit schreckte ich wohl irgendetwas hoch. Ein Rascheln im Unterholz und dann flatterte es davon. Ein Vogel? Auf jeden Fall hörte ich ein Krähen in einiger Entfernung. Hatte ich eine Krähe aufgescheucht? Mein Herz klopfte, so laut, dass jeder es eigentlich hören musste. Ich weiß nicht, ob ich zu tief im Wald war oder ob ich einfach die Orientierung verloren hatte. Keiner meines Teams war mehr zu sehen. Enrico, hörst du mich? Fragte ich ins Funkgerät, doch die Antwort war nur statisches Rauschen. Richard? Forrest? Irgendwer? Hört mich überhaupt jemand? So ein Mist, das Funkgerät muss beim Absturz etwas abbekommen haben. Ich war ganz allein.
Was nun? Das Benford-Anwesen ist ein guter Ort, sich zusammen und auf Hilfe zu warten. Enricos Worte zu Richard fielen mir wieder ein. Das alte Anwesen hatten wir kurz vor unserem Absturz überflogen. Ich beschloss, dorthin zu gehen. Es dauerte gut 20 Minuten, bis ich erste Umrisse vom Spencer-Anwesen erblickte. Zum Glück schien der Mond und half mir, einen Weg durch die Finsternis zu bahnen. Vor mir tauchte ein flaches, fensterloses Backsteinhaus auf. Etwas weiter rechts davon lag das Hauptgebäude des Anwesens. So wie es aussah, musste ich durchs Backsteinhaus, um zum Anwesen zu gelangen. Hoffnung keimte in mir auf, als ich sah, dass Licht aus einigen Anwesenfenstern schien und sich dort Schatten langsam bewegten. In der Ferne heulte ein Hund. Ich drückte meine Hand fester um den Griff der Beretta, um mir ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Die verrottete Metalltür zum Haus hing nur noch halb in der unteren Angel. Ein beißender Gestank herrschte hier. Es roch nach Kot, Urin, nach Verwesung und nach allem, was einem die Galle den Hals hochtreibt. Speiübel war mir. Das Licht meiner Taschenlampe schnitt durchs Dunkle und die Feuchtigkeit im Raum verlieh allem, was ich anleuchtete, einen schauerlichen Glanz. Ich war in einem großen, ich denke, Hundezwinger gelandet. Links und rechts erstreckten sich vergitterte Zellen und der Gang in der Mitte führte zu einer weiteren Tür am Ende. Die Türen zu den Zellen waren offen oder lagen herausgerissen in ihnen. Sieht wie ein Gefängnis aus. Die Gitterstäbe sind ganz schön verrostet und teils verbogen. Was ist denn das? Da klebt irgendein Zeug an den Stäben. Ich nahm ein baumblattgroßes Stück von einem der Stäbe und schaute es mir genauer an. Das ist getrocknetes, blutverkrustetes Fell. Ich will nicht darüber nachdenken, aber ich glaube, hier wurden irgendwelche Hunde misshandelt. Schrecklich. Mit der Taschenlampe leuchtete ich alles ab. In der letzten Zelle rechts neben der Tür erweckte etwas meine Aufmerksamkeit. Mit der Waffe im Anschlag trat ich näher. Menschliche Umrisse wurden sichtbar. Kauerte dort jemand? Ich konnte schwache Bewegungen sehen und dann erfasste das Taschenlampenlicht das pure Grauen. Nun war mir klar, woher der ekelerregende Gestank kam. Ein toter Mensch saß am Boden der Zelle. Er trug einen vergammelten, ehemals weißen Kittel und das, was ich als Bewegung wahrgenommen hatte, waren Kakerlaken, die überall auf ihm herumkrochen. Mir wurde schlecht und ich übergab mich. Nachdem ich meinen Mund abgewischt hatte, widmete ich mich dem Toten. Sein Körper war ziemlich verwest, die Augen eingefallen und trüb. Bei genauerem Hinsehen sah ich, dass ihm Tiere ganze Fleischteile aus dem Körper gerissen hatten. Der arme Kerl ist schon eine ganze Weile tot. Wahrscheinlich ein weiteres Opfer unseres Raccoon-Killers. Mal sehen, was sich hinter der Tür verbirgt. Zaghaft öffnete ich die Tür und fand einen kleinen Operationssaal vor. Mondlicht schien durchs einzige Fenster auf den blutverschmierten Operationstisch. Das ebenfalls blutige Besteck lag noch darauf. Die Schränke an der Wand waren aufgerissen worden und deren Inhalt über den Boden verteilt. Rechts von mir gab es eine weitere Tür. Ein Klemmbrett lag am Boden. Was haben wir denn hier? Einen Operationsbericht. Leider ist das Papier nicht mehr vollständig und die Schrift kaum zu lesen. Ella Corporation. Das tierische Testobjekt zeigte ungeahnte Kräfte. Es zerbiss seine Lederfesseln und fiel Dr. Corbin an. Selbst im... Nun wird der Text lückenhaft. Noch vitale Funktionen. Verlust von Körperteilen. Kaum Schaden. Kann beim Biss T übertragen. Unkontrollierbar bisher. Ein Dr. Birk oder so ähnlich hat unterschrieben. Der Raccoon-Killer könnte hier seinen Ursprung haben. Bestimmt wurden illegale Experimente und unheimliche Züchtungen an Kampfhunden durchgeführt. Entweder haben sie sich befreit oder jemand hat es getan. Der Unglückliche in der Zelle war also das erste Opfer. Ich muss das unbedingt Enrico erzählen. Ich probiere das Funkgerät nochmal. Enrico, hier ist Rebecca. Kannst du mich hören? Oh, fuck, nur Rauschen. Es schlurfte hinter mir und ein tiefes Stöhnen drang an mein Ohr. Blitzschnell drehte ich mich herum, die Beretta und Lampe angelegt. Keine Bewegung! Rief ich mit zittriger Stimme. Doch das, was meine Augen erblickten, konnte unmöglich sein. Der tote Kittelträger aus der Zelle stand direkt vor mir.
Die Kakerlaken liefen immer noch auf ihm herum und sogar durch seinen Mund, aus dem dieses unheimliche Stöhnen kam. Das ist unmöglich. Du kannst nicht am Leben sein. Zurück, oder ich schieße. Komm nicht näher. Ich schoss dreimal im Zurückgehen in seine Brust. Teile vom Brustkorb explodierten und der Untote fiel auf die Knie. Doch dann erhob er sich wieder, drehte seinen Kopf seitlich und streckte die Arme aus. Erneut stöhnte er und ich schoss erneut. Diesmal traf ich ihn direkt zwischen die leeren Augen und der Hinterkopf explodierte. Die neue blutige Masse im Raum fiel gar nicht auf und bot den Kakerlaken neue Nahrung. Ich hatte dich gewarnt. Sorry. Hoffentlich ist hinter der nächsten Tür keine deiner Kollegen. Mein Körper war vom Adrenalin aufgepeitscht und so etwas wie Angst kannte ich im Moment nicht. Dabei hatte der Horror erst angefangen. Der neue Raum war ein kleines Büro mit der Tür ins Freie. Niemand war da. Die Schreibtischlampe brannte schwach. Außer ein paar blauen Topfpflanzen und einer alten, farbandlosen schwarzen Schreibmaschine auf dem Tisch hing an der Wand eine Karte vom ganzen Spencer-Anwesen, die ich an mich nahm. Laut ihr befand ich mich im Zwingergebäude für die Wachhunde. Ein paar Meter weiter sollten die Dienstunterkünfte liegen. Über sie würde ich leichter ins Haupthaus kommen. Ich öffnete die Tür nach draußen. Wieder hörte ich in der Ferne Hunde jaulen. Ihnen wollte ich nicht begegnen. Ich dachte an den Roman. Ein dunkles Loch vor mir. Nur hierdurch führt mein Weg zur Rettung. Und leider auch zum nächsten Albtraum. Sie hörten Resident Evil Tenebrae, eine Biohazard-Studio-Produktion. Rebecca Chambers wurde von Frauke Hemmelmann gesprochen, Enrico Marini von Hajo Jajic und Kevin Dooley von Yoshi Hayek. Nach einer Kurzgeschichte von Sascha Leupold. Geschnitten und abgemischt von Hartmut Breuer. Der Biohazard-Studio-Jingle stammt von Thomas K. Mit Dank für Soundmusik Freesound, Incompetech und Scott Buckley. Mit freundlicher Genehmigung von Capcom. Dies ist ein non-kommerzielles Hörspiel und frei erhältlich. Weitere Infos unter www.biohazard-studio.de.